Hallo, wir haben heute hier für euch einen kleinen Versuch vorbereitet, um euch genau zu zeigen, wie die Brennkammer einer Turbine funktioniert eigentlich. Dazu haben wir hier erstmal die Brennkammer der Turbine in eine Glasfassung gepackt, um das euch deutlicher zu machen. Genau. Und zwar haben wir statt dem Kompressor jetzt hier den Propeller mit dem Elektromotor, der an die komprimierte Luft liefern soll, der dann hier reingeht und dann über die Löchlein in die Brennkammer geht. Durch den Schlauch kommt das Gas und sieht man hier den kleinen Messingring, wie das dann in die Brennkammer geleitet wird. Das Ganze wird dann gezündet und Verbrennungsgase treten hinten aus. Ja, wenn es euch gefällt, abonniert uns. Wenn nicht, dann lasst es.